Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich nur für Sie da. Also ich bin natürlich immer nur für Sie da in der Vorlesung. Aber heute bin ich nur für Ihre Fragen da und habe selber gar keinen Stoff vorbereitet. Wir machen das so wie angekündigt. Die Kamera läuft schon. Wir machen den ersten Teil mit Fragen vor laufender Kamera. Das heißt, das landet dann auch wie üblich auf dem Uniportal und auf YouTube. Und danach mache ich, wenn keine Fragen mehr kommen, mache ich die Kamera aus und gebe Ihnen dann nochmal die Gelegenheit, wenn es irgendwas gibt, was Sie nicht vor laufender Kamera fragen wollen. Ich meine, Sie hört man sowieso nur ganz, ganz entfernt im Hintergrund da drauf. Aber dann machen wir auch nochmal eine Fragestunde ohne laufende Kamera. Sie möchten schon starten. Ja, wunderbar. Wenn man die Konvergenzordnung von einem Fixpunkt bestimmen möchte, dann bestimmt man die Ableitung und setzt den Fixpunkt ein. Die erste Ableitung für das Ding ungleich Null ist, ist dann die Konvergenzordnung. Was passiert, wenn aber schon die erste Ableitung ungleich Null ist? Ja, ich sollte mir angewöhnen, die Frage zu wiederholen, wenn das dann auf Video läuft. Also die Frage ist, wenn man die Konvergenzordnung von der Fixpunktiteration bestimmt und die Fixpunktgleichung entsprechend ableitet, dann hatten wir gezeigt, wenn die ersten paar Ableitungen gleich Null sind, dann entsprechend eine Ableitung ungleich Null ist, dass man auf die Art und Weise die Konvergenzordnung rausbekommt. Und die Frage ist, was ist, wenn die erste Ableitung schon ungleich Null ist? Jetzt, ich schaue mal kurz nach dem Satz, wie wir ihn bewiesen haben. Ich nehme an, dass erstmal die ganz korrekte Antwort ist, mit den Mitteln der Vorlesung wissen wir es nicht, weil ich glaube, wir haben in dem Satz mindestens C2 vorausgesetzt. Das heißt, wenn Sie die erste Ableitung ungleich Null ist, also mit den Mitteln des Satzes, da haben wir ihn. So, also mit den Mitteln des Satzes 4,9 wissen wir, der gilt auch für p gleich 2. Das heißt also, wenn Sie eine C2-Funktion haben, für die die erste Ableitung ungleich 0 ist, dann sagt Ihnen Satz 4,9a, dass die Konvergenzordnung mindestens 1 ist und Teil b, dass die Konvergenzordnung genau 1 ist. Also für eine C2-Funktion mit erster Ableitung ungleich 0 folgt das genauso, wie es in dem Satz ist. Der gilt auch für p gleich 2. Entsprechend haben Sie dann Taylor schon ganz früh abgebrochen. Das heißt, in Ihrer Taylor-Formel, die da entsprechend drin vorkommt, haben Sie nur den Term erster Ordnung mit drin und einen Term zweiter Ordnung schon entsprechend den Zwischenwert. Das heißt, für den Fall, dass Sie eine C2-Funktion haben mit Ableitung ungleich 0, folgt aus dem Satz, dass Sie genau lineare Konvergenzgeschwindigkeit haben. Man könnte sich noch fragen, was ist, wenn die Funktion nicht C2 ist? Kann man dann auch noch was zeigen? Tatsächlich kriegt man mit ähnlichen Methoden, das ist jetzt ein bisschen aus dem Bauchgefühl raus, aber ich würde erwarten, dass man es auch ohne C2 noch hinkriegt und es allein sowas wie C1 und Ableitung nach Lipschitz stetig auch schon reicht. Also das kriegt man noch ein bisschen abgeschwächt, aber für die Praxis der wichtigere Fall wäre sowieso C2. Genau, also das hat man in dem dabei auch. Und als Konvergenzgeschwindigkeit, als Konvergenzfaktor, würde ich erstmal aus dem Bauchgefühl heraus erwarten, dass Sie als Konvergenzfaktor auch gerade die Ableitung am Fixpunkt rausbekommen. Und dann müsste sich die Details angucken. Es könnte sein, dass sowas rauskommt, wie Sie kriegen als Konvergenzfaktor jede Zahl raus, die kleiner ist als die Ableitung am Fixpunkt plus Epsilon, weil Sie entsprechend in jeder Umgebung mit reinkommen. Sobald Sie in der Umgebung des Fixpunktes sind, haben Sie entsprechend die Ableitung, die ganz nah dran ist an der Ableitung des Fixpunktes. Dann haben Sie das auch als Konvergenzfaktor. Ob daraus auch folgt, dass Sie als asymptotischen Konvergenzfaktor auch wirklich die Ableitung am Fixpunkt bekommen, müsste man sich mit Zettel und Stift einmal angucken. Ich würde erwarten, dass ja, weil wir nur die asymptotischen Konvergenzfaktor messen. Das heißt, dadurch, dass Sie immer näher drankommen mit dem Konvergenzfaktor, sehen Sie entsprechend in den Limes dann auch nur noch den Konvergenzfaktor. Also ich würde annehmen, dass man auch zeigen kann, dass die Ableitung am Fixpunkt gerade der Konvergenzfaktor ist. Das müsste man mit Zettel und Stift nochmal sauber nachrechnen. Ja, bitte. Ja. Ja. Ah, okay. Das ist gut, dass Sie es sagen. Also genau, ich soll es ja wiederholen. Die Vorlesung nächstes Semester ist parallel zur diskreten Mathematik und beides wären kanonische Viertsemester-Vorlesungen. Also für diejenigen von Ihnen, die sich in der Numerik spezialisieren wollen, wäre es kanonisch nach der Einführung in die Numerik die Optimierung und inverse Probleme im nächsten Semester zu hören. Allerdings würde parallel die diskrete Mathematik
liegen im Sommersemester. Wir hatten das Problem schon mal und ich dachte, wir hätten das behoben, indem wir donnerstags auf den anderen Termin gegangen sind und die dienstags auf einen anderen Termin gegangen sind. Ich spreche nochmal mit der diskreten Mathematik, ob wir da kurzfristig noch was machen können. Ansonsten die Zeiten in QIS sind erstmal nur Raumreservierungen. Für die Übungen ist es typischerweise so, dass wir die noch gut anpassen können. Bei den Vorlesungen ist es normalerweise fest. Bei der Vorlesung gibt es allerdings noch eine Besonderheit. Es gibt schon Videos für die Vorlesung. Und ich habe, weil ich gerade Dekan bin, eine ganz stark ermäßigtes Lehrdeputat. Und wir lösen das deswegen so, dass wir sie die Videos gucken lassen zu der Vorlesung und eine zweistündige Fragestunde einmal der Woche anbieten. Die hatte ich eigentlich geplant, an dem Dienstagstermin zu machen. Aber spreche dann nochmal mit der diskreten Mathematik, wie wir das machen. Also voraussichtlich wird die Optimierung der inverse Probleme in der Form stattfinden, dass wir ihnen wöchentlich sagen, welche Videos sie zu gucken haben. Wir probieren eine Inverted Classroom und sie entsprechend und ich mich 2 Stunden die Woche vor sie stelle und ihnen entsprechend Fragen beantworte zu den Videos. Wir haben das in der Corona-Zeit schon mal gemacht. Das hat extrem gut funktioniert mit den guten und sehr guten Leuten. Allerdings haben wir vom Mittelmaß ein paar Leute abgehangen, die dann quasi nur diese Online-Fragestunde hatte. Und ich erhoffe mir aus dieser Präsenz-Fragestunde zu den Online-Videos, dass man da so den Mix aus beiden Welten gut hinkriegt. Also so diese gute Erfahrung aus dem Inverted Classroom, dass sie sich erst auf den Stoff vorbereiten, dann Fragen stellen, aber zusammen mit diesem gewissen Kick, dass sie eben auch persönlich in die Uni kommen müssen, um die Fragen zu stellen. Also es ist ein bisschen Experiment, aber ich erhoffe mir daraus ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Ja. Also es geht um Beispiel 414, das Heron-Verfahren in A. Genau, da haben wir erstmal müssen wir immer unterscheiden zwischen der Funktion, von der wir die Nullstelle suchen und der Funktion, für die wir die Fixpunkt suchen. Im Beispiel 414 haben wir für die Funktion, für die wir den Fixpunkt suchen, hatten wir nachgerechnet, dass diese Funktion gleich 0 ist am Fixpunkt. Das heißt, wir haben es gar nicht explizit nachgerechnet, Beispiel 414a, sondern wir haben gezeigt, dass das Heron-Verfahren das Newton-Verfahren ist und fürs Newton-Verfahren hatten wir in der Herleitung schon drin, dass da die entsprechende Fixpunktfunktion gleich 0 ist. Und damit haben wir quadratische Konvergenz. Wenn die erste Ableitung gleich 0 ist, haben wir mindestens quadratische Konvergenz, aber solange wir die zweite Ableitung nicht ausgerechnet haben, wissen wir erstmal nicht mehr, als dass wir quadratische Konvergenz haben. Jetzt sagen Sie mir nochmal Ihre Frage. Ihre Frage ist genau diese Vermischung zwischen, ist es die Fixpunktfunktion oder ist es die Funktion, von der wir die Nullstelle suchen? Also die Funktion, von der wir die Nullstelle suchen, da ist es schlecht, wenn die an der Nullstelle gleich 0 ist, weil das ist der Ausdruck, durch den wir teilen beim Newton-Verfahren. Das heißt, die Newton-Beweise führen wir typischerweise immer unter der Annahme, dass wir an der Nullstelle eine Ableitung ungleich 0 haben. Damit haben wir eine kleine Umgebung, wo wir ungleich 0 sind mit der Ableitung. Das heißt, da macht das Newton-Verfahren Sinn. F von x geteilt durch f' von x macht an der Stelle Sinn. Und nur dafür unter der Annahme haben wir auch die Konvergenz bewiesen. Tatsächlich kann man zeigen, wir haben es in der Vorlesung nicht gemacht, wenn Sie eine doppelte Nullstelle haben, dann konvergieren Sie immer noch mit dem Newton-Verfahren, aber Sie konvergieren nicht mehr quadratisch schnell. Und man kann quasi zeigen, umso mehr Nullstellen Sie haben an der Nullstelle vom Newton-Verfahren, umso schlechter wird Ihre Konvergenz gegen die Nullstelle sein. In der Vorlesung haben wir es aber nur gemacht unter der Annahme, dass Sie an der Nullstelle Ableitung ungleich 0 haben. Das heißt, für die Nullstellenfunktion ist es schlecht, wenn die Ableitung gleich 0 ist an der Nullstelle. Wir schreiben die Nullstellenfunktion aber um in eine Fixpunktfunktion, das ist eine andere Funktion. Für die Fixpunktfunktion ist es super, wenn sie am Fixpunkt die Ableitung 0 hat, weil dann konvergiert die Fixpunktiteration schneller. Und die beiden Dinge, also typischerweise war es bei uns klein f für die Nullstellenfunktion, phi für die Fixpunktfunktion, das hat also wirklich die Ableitung hat an der Nullstelle und am Fixpunkt beide mal eine wichtige Bedeutung, aber in gewissem Sinne eine gegensätzliche Bedeutung. Ja. Ja.
Die Frage war, wenn Exaktheitsgrad zum Beispiel 3 zu zeigen ist, meinen wir damit mindestens 3 oder sollen Sie damit auch zeigen, dass es genau 3 ist? Also erstmal mathematisch präzise, wenn wir von Ihnen fordern, Exaktheitsgrad 3 zu zeigen, dann müssen Sie nur mindestens 3 zeigen. Also wenn der Mathematiker zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, dann ohrfeigt sie ihn und sagt, wen noch? Also das heißt, in dem Moment, wo Sie in der Mathematik eine Aussage machen, ist damit nicht gesagt, dass das die schärfestmögliche Aussage ist. Also dementsprechend würden wir in der Klausur, wenn wir sagen, Exaktheitsgrad 3 ist zu zeigen, müssen Sie nur mindestens 3 zeigen. Wir würden uns aber gerade in der Klausur, wir gucken die immer noch ein paar Mal durch, wir probieren uns solche Missverständlichkeiten natürlich zu vermeiden. Das heißt, in der Klausur würden wir entweder genau 3 hinschreiben oder mindestens 3, um sowas vorzubeugen. Wenn wir an irgendeiner Stelle was verpasst haben und da doch noch irgendeine Unklarheit ist, dann fragen Sie gerne während der Klausur. Der Übungsleiter ist da. Ich werde auch so ungefähr zur Mittelzeit einmal durch den Raum gehen. Dann können Sie solche Sachen natürlich auch fragen. Wir schreiben es dann an die Tafel für alle, was da entsprechend gemeint ist. Ist ja noch eine Frage? Ja. Auch das ist, also die Frage war, wenn Exaktheitsgrad 2 nicht erreicht werden kann, reicht es dann ein Gegenbeispiel für m gleich 1 zu bringen oder muss man für alle m ein Gegenbeispiel bringen? Auch das ist etwas, was wir in der Aufgabenstellung präzise formulieren müssten. Also auch da erstmal als vom harten mathematischen Ausgangspunkt her, wenn Sie sagen, der Exaktheitsgrad 2m kann für kein m erreicht werden, dann müssten Sie für jedes m ein Gegenbeispiel konstruieren. Denn dann wäre entsprechend die Aussage beinhaltet, dass für alle m existiert keine Quadraturformel, die entsprechend 2m Exaktheitsgrad hat. Das heißt, dann brauchen wir für alle m auch ein Gegenbeispiel. Das war ja auch das, was wir in der Vorlesung gezeigt haben. Wir haben für jedes m ein Gegenbeispiel konstruiert, damit das Knotenpolynom zum Quadrat niemals exakt integriert werden kann. Wenn wir es in der Klausur formulieren, müssten wir uns entsprechend auch, ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe so präzise zu formulieren, dass Sie das an der Stelle wissen. Auch da wieder im Zweifelsfall, wenn wir dann irgendwas versäumt haben, fragen Sie während der Klausur lieber einmal zu viel nach als einmal zu wenig. Aber das sind eigentlich Dinge, ich gucke auch immer nochmal über die Klausur, wo ich auch immer nochmal einen ganz, ganz großen Wert drauf lege, dass das gerade in der Klausur ist. Es muss auch unter Zeitdruck eindeutig sein, was gemeint ist. Sie dürfen Taschenrechner für die Klausur benutzen. Wir haben ein Modell auf die Homepage gestellt. Das ist, glaube ich, wir orientieren uns da mal an dem Modell, was in Hessen beim Abitur auch erlaubt ist. Ein nicht programmierbarer Taschenrechner mit so einem Standardumfang. Also was wir nicht möchten, ist, dass Sie einen Taschenrechner mitbringen, der irgendwie ein halber Computer ist, auf dem Sie irgendwelche Algorithmen aus der Vorlesung schon implementiert haben und quasi auf Knopfdruck die 10. Newton iterierte ausrechnen können für irgendeine beliebige Funktion, die eingegeben wird und wir Sie dann nicht fragen können, rechnen Sie die 10. Newton iterierte aus, weil das Ihr Taschenrechner entsprechend schon kann. Also das möchten wir gerne vermeiden, wenn wir sagen, nicht programmierbar. Und ansonsten ist es aber so, dass wir die Klausur eigentlich so stellen, dass Sie keinen Taschenrechner brauchen, aber die meisten fühlen sich besser, wenn sie einen mitbringen. Und natürlich sollte Ihr Taschenrechner keinerlei Internetanschluss haben. Also was Sie insbesondere nicht mitbringen dürfen, ist das Tablet, auch wenn Sie auf dem Tablet das Skript immer mitgeschrieben haben. Das müssten Sie sich entsprechend einmal ausdrucken, weil wir da einfach keine Möglichkeit haben, vernünftig Sie davon abzuhalten, damit ins Internet zu gehen und sich gegenseitig Nachrichten zu schicken. Also Dinge wie WLAN, Internetwege, irgendwelche Smartwatches, Tablets etc., alles was irgendwie einen Online-Zugang hat, dürften Sie entsprechend nicht verwenden bei der Klausur. Ja? Ja. Da müssen wir Integral berechnen. Ja. Das heißt, wir können Integral Ja, also die Frage ist, wenn der Taschenrechner das Integral berechnen kann und Sie möchten zum Beispiel fürs Nachrechnen auf einer Basis bei einer Quadraturformel, müssen Sie ein Integral ausrechnen, ob Sie da einfach das Ergebnis angeben können oder Zwischenergebnisse angeben können. Ja, soweit es elementar ist. Also wenn Sie typischerweise beim Exaktheitsgrad nachrechnen, wenn Sie da Polynome
integrieren und Sie haben da irgendwie x hoch 3 und haben das Integral über irgendein Intervall, dann können Sie jetzt das Ergebnis einfach dahinter schreiben. Wenn das Integral jetzt über irgendeine ganz komplizierte, zusammengesetzte Funktion ist und Sie entsprechend partielle Integration, Substitutionsformel oder sowas bräuchten, dann müssten Sie uns Zwischenergebnisse mit dazu schreiben. Aber dann, wenn Sie dieses konkrete Integral haben, auch, also dann stehen sowieso typischerweise irgendwelche Werte mit drin, dass der Taschenrechner das nicht kann. Aber ja, elementare Funktionen können Sie, Polynome und solche Dinge können Sie das Integralwert. Genau, also ein Polynom über ein festes Intervall von 0 bis 1, das Polynom x hoch 5 minus 3x hoch 3 plus 2x Quadrat zu integrieren, können Sie uns mit dem Taschenrechner das Endergebnis einfach hinschreiben. Ja. Die Frage war, ob es bei der Norm reicht, die drei Eigenschaften zu zeigen oder ob auch gezeigt werden muss, dass sie positiv ist. Ich weiß nicht, welche drei Eigenschaften Sie vor Augen haben, aber die erste Eigenschaft bei Normen ist üblicherweise die Definitheit. Das heißt, man zeigt, dass die Norm eine Abbildung nach R+ ist, also dass, wenn ich etwa einen Vektor einsetze in die Norm, dass dann eine Zahl rauskommt, die größer gleich 0 ist und das gleich 0 genau dann rauskommt, wenn ich die 0 einsetze. Und das gehört zu den Eigenschaften der Norm dazu, also dass es größer als 0, müssten Sie entsprechend zeigen. Wenn wir das von Ihnen verlangen würden und die Norm ist so, dass es völlig trivial ist, dürften Sie uns an der Stelle auch einen klaren Norm ist immer größer als gleich 0 hinschreiben. Wenn die Norm zum Beispiel zusammengesetzt ist aus Summen von Beträgen, also Summe, Beträge, positive Potenzen, Maximum, das ist ja so das, wo typischerweise Normen auf dem E hoch N draus zusammengesetzt sind und dann haben Sie entsprechend die Summe positiver Zahlen, dann müssten Sie uns nicht irgendwie noch aufdröseln, dass da in der Summe nur positive Zahlen sind, wenn entsprechend, also wenn es trivial ist, dürfen Sie auch hinschreiben, klar, ist größer gleich 0. Ja. Genau, die Frage war, ob Sie bei den Normen, die im Skript verwendet worden sind, davon ausgehen können, dass das wirklich Normen sind und das ohne Beweis verwenden dürfen. Das dürfen Sie, wobei ich dachte, dass wir Sie auch in Übungsaufgaben haben beweisen lassen. Und also Sie dürfen aus dem Skript und aus den Übungsaufgaben dürfen Sie zitieren. Das können Sie als Wissen voraussetzen. Auch das sind Fragen, die Sie natürlich auch während der Klausur stellen dürfen, dass Sie da nicht irgendwie nachrechnen. Wenn Sie jetzt irgendwo die Maximumsnorm verwenden, dann sollen Sie nicht Ihre Zeit damit verbringen, nachzurechnen, dass die Maximumsnorm auf dem E hoch N wirklich eine Norm ist. Genau, und wenn Sie da das Gefühl haben, Sie machen da gerade was und Sie sind sich nicht sicher, ob das auch das ist, was gefragt war in der Klausur, wie gesagt, auch da fragen Sie gerne in der Klausur. Wenn wir zeigen wollen, dass eine Matrix positiv definiert ist, dürfen wir dann das Hauptminorm-Kriterium verwenden? Das haben wir nämlich heute nicht gehabt, aber zum Beispiel in der 2. Ja, also die Frage war, wenn Sie zeigen wollen, ob die Matrix positiv definiert ist, ob Sie das Hauptminorenkriterium verwenden dürfen, weil Sie es aus der linearen Algebra 2 kennen. Ja, Sie dürften es verwenden, weil die lineare Algebra 2 ist Bestandteil von der, also gehört zu den Vorlesungen, die Sie hören müssten vor der Numerik-Vorlesung. Von daher ist das der Stoff, den wir voraussetzen. Den dürfen Sie auch zitieren. Wir haben auch Determinanten zum Beispiel hier nicht definiert, aber Sie dürfen natürlich Ihr Wissen über Determinanten verwenden in der Klausur. Bei sowas wie dem Hauptminorenkriterium, das wäre jetzt was, das gehört zum Standardstoff der LA2. Was wir aber typischerweise würden wir keine Klausuraufgaben stellen, wo irgendetwas, was spezieller LA2-Stoff ist, den Ausschlag gibt, ob Sie es können oder nicht. Aber Sie dürften es verwenden, aber das wäre typischerweise was wir Ihnen in der Klausuraufgabe, also wenn wir es sehen würden, entsprechend mit dazu schreiben. Sie dürfen ohne Beweis das Hauptminorenkriterium verwenden. Zumal wir sowieso eine viel schönere, das muss ich an der Stelle dazu sagen, zumal wir sowieso in der Numerik ein viel schöneres Kriterium haben, denn für das Hauptminorenkriterium müssen Sie diese ganzen Zwischendeterminanten ausrechnen. Die Determinanten auszurechnen wäre entsprechend aufwendig. Stattdessen könnten Sie aber auch einfach eine Kolesky-Zerlegung versuchen. Und wenn die Kolesky-Zerlegung durchgeht, dann wissen Sie auch, ob Sie positiv definiert sind. Das heißt, wenn Sie positive Definitheit im Computer überprüfen würden, dann auf gar keinen Fall, dann wäre es streng verboten, das mit dem Hauptminorenkriterium zu machen, weil das einfach unnötiger Aufwand wäre. Und die Kolesky-Zerlegung ist vielleicht nicht so eine griffige, einfache Formel dafür, aber sie ist die sehr viel effizientere Variante, wie Sie entsprechend rauskriegen, ob es positiv definiert ist. Und Sie kriegen dabei auch noch gleichzeitig die Zerlegung raus, mit der Sie auch noch die Gleichungssysteme lösen können. Also es gibt so die Faustregel, dass man in der Numerik nie Determinanten
verwendet und die ist nicht ganz korrekt. Es gibt so ein ganz paar wenige Ausnahmen in der semidefiniten Optimierung, gibt es da was, wo man tatsächlich mal eine Determinante mit einführt, aber sie stimmt fast immer. Also eine Determinante in der Numerik ist fast immer unnötig und einfach unnötig aufwendig, weil es bessere Methoden gibt, um das schneller auszurechnen. Ja, per Hand bei 2, bei 3 Kreuz 3 oder 4 Kreuz 4 Matrizen würde ich das wahrscheinlich selber auch mit dem Hauptminderungskriterium machen. Wobei ganz ehrlich, wenn ich es jetzt wirklich in der täglichen Arbeit brauchen würde und dann eine konkrete 4 Kreuz 4 Matrix habe, dann gebe ich den MATLAB einen frag MATLAB. Von daher würde ich es dann doch nicht mit der Hand machen. Das ist dann doch eher die akademische Variante. Wenn man gezwungen ist, es ohne Computer mit der Hand zu machen, dann nimmt man das Hauptminderungskriterium. Ja. Es gibt noch keinen Termin, glaube ich, zur Klausureinsicht. Ich muss mit dem Herrn Wagner noch mal reden. Ich glaube, er hatte Montag anvisiert gehabt, aber ich weiß nicht, ob das schon definitiv ist. Also wir probieren typischerweise die Klausur sehr schnell zu korrigieren. Wenn alles gut geht, schaffen wir das noch am Donnerstag, ansonsten wahrscheinlich am Freitag. Also ohne Gewähr, aber wahrscheinlich haben Sie am Ende der Woche schon in OLA Zugriff auf Ihre Note und Anfang nächster Woche irgendwann die Klausureinsicht. Aber wie gesagt, wenn uns was dazwischen kommt, da haben Sie jetzt keine Garantie drauf, dann ich bin danach auch nächste Woche nochmal privat in Urlaub. Also wenn uns was dazwischen kommt, dann liegt die bis nach meinem Urlaub da, aber wenn alles gut geht, dann ist das alles vorher erledigt. Ja. Ja. Die Note läuft über OLAT, genau. Das heißt, die tragen wir. Das ist auch noch mit einem kleinen Fragezeichen, weil der Kurs irgendwie anders angelegt war als sonst mit irgendwie den verschiedenen Übungsgruppen. Aber der Plan ist, dass Sie sich über Ihren OLAT-Account dort einloggen können und auf die Art und Weise datenschutzkonform Ihre Note nachschlagen können. Die Klausur selber können wir Ihnen dabei noch nicht zur Verfügung stellen. Da denke ich eigentlich auch jedes Semester mal drüber nach, ob man irgendwie ein bisschen Gelder einwirbt, ein Hiwi einstellt und die Klausuren alle einscannt und auch als PDF dann die korrigierte Klausur zur Verfügung zu stellen. Ich würde das eigentlich gerne machen, damit Sie auch entsprechend das sehen können, aber bisher scheuen wir uns da vor dem Scan-Aufwand und dem organisatorischen Aufwand. Deswegen machen wir da die klassischen Korrektureinsicht, klassische Klausureinsicht, aber Note, wie gesagt, über OLAT. Weitere Fragen gern auch wieder fachlicher Art. Ja. Ich hab den ersten Satz nicht verstanden. Ja. Okay. Die Frage war, wenn ein Interpolationspolynom gesucht ist, wie das am Ende aussehen soll, ob Sie das in Koeffizientenform x² plus bx plus c hinschreiben sollen oder ob das in der Aufgabenstellung steht. Das wäre tatsächlich auch etwas, was wir in die Aufgabenstellung reinschreiben müssten. Erstmal formal, wenn wir sagen, geben Sie ein Polynom an, was die folgenden 100 Werte interpoliert und geben Ihnen eine lange Tabelle an, dann wäre in jeder Form das Polynom richtig. Aber das heißt, da müssten wir entsprechend dazu sagen, was wir von Ihnen erwarten. Also wenn wir da von Ihnen möchten, dass Sie die entsprechenden Lagrange-Grundpolynome hinschreiben und nach ausmultiplizieren, müssten wir Ihnen das vorgeben. Was wir zum Beispiel auch machen könnten, wäre Ihnen da in Koeffizientenform einfach so eine Art Lückentext vorzugeben. Also wir schreiben Ihnen ein Polynom hin, x hoch 5 plus x hoch 4 plus x hoch 3, lassen davor die Stellen frei und sagen, Sie sollen die Koeffizienten eintragen und wir werten nur das Endergebnis und nicht den Rechenweg dahin. Das wäre zum Beispiel so ein typischer Weg, wie man sowas in der Klausur gut lösen könnte, wenn wir jetzt wirklich die praktische Berechnung von einem Interpolationspolynom haben wollen. Ja, dann zuerst. Genau, also wenn wir Ihnen vorgeben, dass wir die Koeffizientenform haben wollen, dann wäre die Antwort nicht, dass Sie sagen, irgendwie erster Punkt mal erstes Lagrange-Polynom plus zweiter Wert mal zweites Lagrange-Polynom, sondern dann müssten Sie entsprechend auch alles ausmultiplizieren und nach Koeffizienten sortieren. Ja. Theoretisch kommt aber eine andere Kurzerlegung raus, wenn man noch bei den letzten
Genau, also die Frage, ich erweitere die gleich mal, die QR-Zerlegung ist nicht eindeutig. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Matrix in obere rechte Dreiecksanteil und in eine unitäre Matrix zu zerlegen. Eine Möglichkeit haben Sie gerade geschildert, wenn Sie eine quadratische Matrix haben würden, mit dem Algorithmus aus dem Skript in der letzten Spalte noch eine Umformung gemacht werden, die aber unnötig ist, weil die letzte Spalte ist ja dann quasi ist ja schon auf Dreiecks. Gestalt, während Sie bei einer rechteckigen Matrix, wenn in der letzten Spalte noch Einträge sind, unterhalb der Diagonale, wäre dieser letzte Schritt wichtig. Bei einer quadratischen Matrix gibt es nichts mehr unterhalb der Diagonale. Je nachdem, was Sie da, ob Sie den letzten Schritt machen oder nicht, kommt eine andere QR-Zerlegung bei raus. Es gibt noch mehr Uneindeutigkeiten an der Stelle. Das heißt, wenn wir Sie nach der QR-Zerlegung fragen, dann müssten wir Ihnen entweder klar vorgeben, Sie sollen den Algorithmus aus dem Skript anwenden, dann müssen Sie genau das machen, was wir entsprechend im Skript gemacht haben, oder aber wir würden Sie fragen, geben Sie eine QR-Zerlegung an und dann wäre jede mögliche QR-Zerlegung eine Lösung. Dann können Sie auch eine raten und vom Himmel fallen lassen. Oder wenn, also und, ähnlich ist es bei, ich überlege gerade, was hatten wir noch, genau die bei der LR-Zerlegung, da hatten wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Eindeutigkeit diskutiert hatten bei den Dingen wie LR-Zerlegung oder Kolesky-Zerlegung, da wäre es entsprechend ähnlich, dass Sie, also gerade wenn es darum geht, wenn Sie zum Beispiel Permutationen noch mit drin haben, gibt es irgendwie absolute Spalten wie so, Pivot-Suche, relative Spalten, Pivot-Suche. Also wenn wir wollen, dass Sie es genau auf eine Art und Weise machen, müssten wir Ihnen die vorgeben. Ansonsten würden Sie sagen, machen Sie eine Zerlegung in der Form und dann genügt wirklich irgendeine der Zerlegungen. Ja, Sie sind ja schon recht aktiv. Ich würde trotzdem noch mal den üblichen Trick machen, um Fragen rauszukitzeln. Das ist ein wunderbarer Verhandlungstrick, der funktioniert sogar, wenn man ihn ankündigt. Wenn Sie sich das nächste Mal drum streiten, in welchen Film Sie im Kino gehen und Sie können sich nicht einigen, dann schweigen Sie einfach Ihr Gegenüber an. Dieses Schweigen generiert typischerweise eine so unangenehme Atmosphäre, dass Ihr Gegenüber irgendwann ankommt und Ihnen einen Kompromissvorschlag machen wird. Ich werde jetzt dasselbe machen, das heißt, ich werde Sie ein, zwei Minuten lang anschweigen und gucken, ob wir aus dieser unangenehmen Stimmung heraus, ob es nicht angenehmer ist, für Sie noch eine Frage zu stellen. Und Sie haben halt jetzt das Pech, wenn Sie das Video gucken, können Sie vorspulen, aber das können Sie hier jetzt eben nicht. Ja. Also die Frage war, wenn man eine Gauss-Quadraturformel aufstellen möchte mit höchstmöglichem Exaktheitsgrad, ob ich empfehlen würde, das dann mit Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren zu machen. Es hängt ein bisschen von ab. Also wenn Sie eine Quadraturformel haben, ich sag mal mit wenigen Knoten und Gewichten, dann ist es typischerweise das Leichteste, einfach auf einer einfachen Basis, zum Beispiel auf der Basis von Bonomen, einfach nachzurechnen, was sind meine Bedingungen an die Gewichte und die Knoten, die ich brauche. Der Vorteil ist, für die Gewichte klappt das immer wunderbar, da ist es einfach ein lineares Gleichungssystem, also die Gewichte kriegen Sie damit immer raus. Für die Knoten taucht auf die Art und Weise nicht lineare Gleichungen auf. Das klappt typischerweise immer noch, wenn Sie 1, 2, 3 Knoten oder so ausrechnen wollen, dann kriegen Sie auf die Art und Weise typischerweise die Knoten auch raus, zumal das ja typischerweise akademische Aufgaben sind, wo die Knoten nicht irgendein abstruser Wert ist, sondern irgendwas, was Sie fast schon raten und ausprobieren können. Für einen systematischeren Ansatz könnte man mit dem Gram-Schmidtschen Verfahren wirklich für die Polynome, denen das Knotenpolynom immer über Gram-Schmidt mit dem Orthogonalisierungsverfahren entsprechend rausbekommen, hätte dann aber wiederum dieses nichtlineare Problem von dem Knotenpolynom, die Knoten auszurechnen. Das heißt, Sie kommen mit dem Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren, kommen Sie einen Schritt weiter, da kriegen Sie nämlich das Knotenpolynom noch raus, aber dieses nichtlineare Problem, wie sind jetzt die Knoten von dem entsprechenden Knotenpolynom, da kommen Sie auch an der Stelle nicht mit weiter. Das heißt, wenn Sie das in der Klausur vorfinden würden, dann wären das typischerweise ja so kleine Aufgaben, bei denen Sie das eben mit Zettel und Stift
noch ausrechnen können. Und dann wäre meine Empfehlung eher, Gram-Schmidt wäre da eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn Sie das irgendwie mit 2 oder 3 Knoten haben. Ich meine, das ist Gram-Schmidt, ist ja auch schnell erledigt, aber Sie werden wahrscheinlich sogar noch schneller, wenn Sie es einfach direkt auf einer Basis nachrechnen. Und ganz, ganz praktisch dann mit dem Computer, wenn Sie es für große Systeme haben, würde man es typischerweise über diese Rekursionsformeln ansetzen. Also Rekursionsformeln dann entsprechend in diese Matrix-Eigenwertform bringen, wie wir es in der Vorlesung für die Gauss-Quadratur gemacht haben, und auf das Problem in eine Eigenwertaufgabe überführen. Aber das ist was ich Ihnen in der Vorlesung auch ein Stück weit schuldig geblieben bin. Also wir hatten diesen kleinen, nicht klausurrelevanten Ausblick auf Eigenwertprobleme. Ansonsten sind wir Ihnen aber schuldig geblieben, wie man denn wirklich die Eigenwerte ausrechnet, wie man die Nullstellen von Polynomen ausrechnet. Und der Ansatz, den man typischerweise wählt, ist, man probiert das Nullstellen von Polynomen probiert man eher zu vermeiden. Man probiert stattdessen diese Eigenwerte auszurechnen, und die Eigenwerte rechnet man aus mit dem QR-Algorithmus, den wir da in diesem kurzen Ausblick skizziert hatten, dass man da immer wieder die QR-Zerlegung macht und auf die Art und Weise die Matrix immer weiter umformt, bis sie irgendwann diagonal gestaltet hat, wo die Eigenwerte stehen, was insbesondere für selbstadjungierte Matrizen auch sehr gut funktioniert. Die Frage war, ob, wenn wir die Singulärwertzerlegung von Ihnen verlangen in der Klausur, ob dann die ECO-Variante reicht, wo also entsprechend zu den Nuller-Singulärwerten auch die Basis nicht ergänzt wurde, dann müssten wir Ihnen vorgeben in der Klausur. Also auch das wäre typischerweise was, wo wir zum Beispiel, wo wir Sie vielleicht nur fragen würden, was wäre das Endergebnis, und dann geben wir Ihnen entsprechende Matrizen vor mit Lücken, und Sie würden einfach auf dem Aufgabenblatt selber in die Lücken der Matrix das entsprechend reinschreiben, dann sehen Sie an der Größe der Matrix. Also wenn wir dann zum Beispiel stehen, berechnen Sie U, S und V, so dass A gleich U Stern mal Sigma mal V ist, und dann hätten Sie entsprechend da die Lücken mit drin stehen und würden in die Lücken das reinschreiben. Also das muss aus unserer Aufgabenstellung eindeutig hervorgehen, ob wir die Eco-Version oder nicht die Eco-Version haben wollen. Ja. Ja. Die Frage ist, ob die Nicht-Eco-Version der Singulärwertzerlegung irgendeinen Sinn hat außerhalb von Beweisen. Hat irgendetwas einen Sinn außerhalb von Beweisen? Nein, im Ernst, also was Sie damit zum Beispiel haben, ist die Basis eines Kerns von einer Matrix, kriegen Sie auf die Art und Weise zum Beispiel raus. Also Sie haben alles, was die Matrix macht, ist mit der Eco-Version festgelegt, aber wenn Sie zum Beispiel eine Basis des Kerns suchen oder eine Basis des Komplements des Bildes, dann haben Sie da entsprechend diese Basisvektoren mit drin. Das heißt, diese Basisvektoren können durchaus etwas sein, was auch mal seinen Sinn hat. Also wenn Sie zum Beispiel auf den Kern der Matrix projizieren wollen, dann ist es nützlich, wenn Sie eine Basis für den vom Kern kennen, und das können Sie zum Beispiel mit der Nicht-Eco-Version gut ausrechnen. Aber bei allem, wo Sie die Matrix selber verwenden, das ist halt der Teil, der auf Null geworfen wird. Das ist also, sagen wir, in den meisten Fällen reicht Ihnen die Eco-Version, aber ich kann mir zumindest Dinge ausdenken, wo es in der Praxis auch sinnvoll ist, die anderen Dimensionen noch klar mit Basisvektoren, also im Sinne von Basisvektoren vorliegen zu haben. Und das ist letztlich der Unterschied. Also zwischen der Eco-Version und der Nicht-Eco-Version, der einzige Unterschied, der da drin ist, Sie wissen auch in der Eco-Version schon, dass die anderen Singulärwerte gleich Null sind, die müssen sich nicht speichern. Das heißt, der einzige Unterschied ist, dass Sie eine explizite Basis in der Nicht-Eco-Version noch drin haben vom Kern und vom orthogonalen Komplement des Bildes, was Sie in der Eco-Version entsprechend nicht drin haben. Also wann immer Sie diese Basis gebrauchen können, macht die Sinn, ansonsten nicht. Genau, die Frage war, wie man die Singulärwertzerlegung praktisch berechnet. Ja, Sie berechnen die Singulärwertzerlegung dadurch, dass Sie von A Stern A die Eigenwerte ausrechnen und die Eigenvektoren. Und die Eigenvektoren von A Stern A zusammen mit der Wurzel der Eigenwerte, das gibt Ihnen die Singulärwerte, und die, ich glaube, Vs in unserer Notation, also die im Ursprungsraum, die zugehörigen Us kriegen Sie durch Anwendung von A heraus. Damit haben Sie dann auch schon die Eco-Version der Singulärwert.
Zerlegung, und wenn Sie entsprechend noch die Nicht-Eco-Version brauchen, dann müssen Sie nicht noch die Eigenvektoren, eine Basis des Eigenraums zu Eigenwert 0, also eine Basis des Kerns entsprechend bestimmen, und Sie müssen noch eine Basis bestimmen vom orthogonalen Komplement des Bildes. Aber die anderen ja aus der Eigenwertzerlegung von A-Stern A. Ja. In dem Beispiel war es so, also ich weiß nicht, ob das allgemein gilt, dass die Singulärwerte die Eigenwerte quadriert von A, also dass die Eigenwerte von A, wenn man ja. wenn dass die Eigenwerte von A quadrat die Eigenwerte von A quadriert haben. Genau, die Frage war, wenn Sie eine selbstadjungierte Matrix haben, darf man die Singulärwertzerlegung berechnen, ob Sie sich das A Stern A nicht sparen können, weil die Eigenwerte von A Stern A die Quadrierten dann sind von A. Das ist richtig. Also wenn A selbstadjungiert ist, dann haben Sie entsprechend eine Zerlegung in U Stern Diagonalmatrix U mit U einer unitären Matrix, also dann gibt es eine orthogonale Transformation, die Ihnen das auf Diagonalgestalt bringt, und in dieser Gestalt U-Stern-Diagonalmatrix U, wenn Sie das nochmal U-Stern-Diagonalmatrix U nehmen, fällt in der Mitte das U-Stern U entsprechend weg, und Sie haben einfach U-Stern-Diagonalmatrix zum Quadrat mal U. Das heißt, Sie können eine selbstadjungierte Matrix zum Quadrat nehmen oder hoch irgendeine Potenz nehmen und haben entsprechend diese Potenz einfach auf den Eigenwerten, die da gemacht wird. Entsprechend sind für eine selbstadjungierte Matrix die Singulärwerte die Wurzel aus den Singulärwerten der Matrix zum Quadrat. Das heißt insbesondere, wenn die Eigenwerte der Matrix positiv sind, dann sind sie auch gleich den Singulärwerten. Aber das Vorzeichen oder irgendeine komplexe Phase wird entsprechend verloren gehen, weil sie die Dinge zum Quadrat haben. Übrigens betragsmäßig zum Quadrat, da müssen wir noch aufpassen. Also beziehungsweise, wenn wir selbstadjungiert vorausgesetzt haben, sind sie sowieso reell. Man kann das übrigens weiter treiben. Sie können einen sogenannten Funktionalkalkül mit Matrizen machen, sich überlegen, wenn Sie selbstadjungierte Matrizen, wenn Sie davon Potenzen bilden können und machen diese Potenz letztlich nur auf den Diagonal, nur auf den Eigenwerten, dann können Sie auch Summen von Matrizen bilden, dann haben Sie entsprechend Summen von Eigenwerten, also können Sie in jedes Polynom die Matrix einsetzen, dann machen wir noch einen Grenzübergang bis unendlich und setzen entsprechend in jede Potenzreihe eine Matrix ein. Das heißt, Sie können in jede holomorphe Funktion könnten Sie eine selbstadjungierte Matrix einsetzen, einfach indem Sie die Funktion auf die Eigenwerte anwenden, und da Sie jede stetige Funktion durch Polynome approximieren können, können Sie tatsächlich in jede stetige Funktion eine selbstadjungierte Matrix einsetzen, und indem Sie die letztlich einfach auf die Eigenwerte anwenden. Das nennt man den sogenannten Funktionalkalkül, den lernen Sie typischerweise in der Funktionalanalysis. Lernen Sie den kennen, da ist der nützlich. Und dahinter steckt genau diese Beobachtung, dass es sich einfach nur auf die Eigenwerte auswirkt. Genau, die organisatorische Frage, ob Sie Blätter mitbringen sollen. Ja, bitte. Also wir werden zur Sicherheit sicherlich welche mitbringen, aber ja, Sie dürfen alles verwenden, insbesondere das Skript. Also von daher gibt es keinen Grund, warum Sie nicht auch eigene Blätter verwenden dürfen und sollen. Das ist aber eher so ein persönlicher Spleen. Ich bilde mir ein, eine starke Korrelation zu sehen zwischen karierten Blättern und positiven Klausuren. Ergebnissen, wenn irgendjemand von Ihnen mal Lust hat auf eine Staatsexamensarbeit oder irgendeine didaktische Studie dazu, wird mich das tatsächlich interessieren. Ich weiß nicht warum, aber Leute, die leeres Papier mitbringen, das sieht dann eher geschmiert aus, und das ist auch eher, also das ist, glaube ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass das nicht nur ein psychologischer Effekt von demjenigen ist, der korrigiert, dass eine ordentliche aussehende Aufgabe auch entsprechend mehr Punkte bringt. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht machen, sowas berücksichtigen wir nicht. Aber es ist tatsächlich diese Ordnung, die durch ein kariertes Blatt Papier kommt, die ist tatsächlich, die scheint manchen zu helfen. Und also weiß nicht, ob das bei Ihnen auch der Fall ist. Sie dürfen selbstverständlich auch auf liniertem Papier oder auf ganz leerem Papier abgeben, und wir korrigieren Sie ganz genauso wie sonst auch. Aber meine Empfehlung wäre sehr stark, nehmen Sie kariertes Papier. Ich bilde mir ein, eine Korrelation zu sehen. Weitere Fragen?
Ja. Genau, also erstmal eben beim Banach-Fixpunktsatz gibt es diese drei Ebenen, wenn Sie so wollen. Also Sie haben die Kontraktion, die gilt nur bezüglich einer bestimmten Norm. Also die Aussage ist, falls eine Norm existiert bezüglich derer die Funktion eine Kontraktion ist, das heißt nicht, also den Satz können Sie auch dann anwenden, wenn es 700 Normen gibt, in denen das Ding keine Kontraktion ist, sondern es geht nur darum, gibt es eine Norm bezüglich derer das die Kontraktion ist. Nur bezüglich dieser Norm gelten dann auch die drei Abschätzungen, a priori, a posteriori, Abschätzung und so weiter. Ich glaube, der dritten hat mir keinen Namen gegeben, da bin ich mir nicht sicher. Monotonie, genau, stimmt, Monotonie hatten wir die dritte Abschätzung genannt, danke. Genau, die gelten dann nur bezüglich der Norm. Da steht auch die Kontraktionskonstante konkret drin. Haben Sie eine Norm, bezüglich derer Sie eine andere Kontraktionskonstante haben? Haben Sie bezüglich der anderen Norm entsprechend die Abschätzung mit der anderen Kontraktionskonstanten? Haben Sie eine Norm, bezüglich derer Sie keine Kontraktion sind? Wissen Sie einfach nicht, was da mit den Abschätzungen ist. Dann gibt es die Aussage, Sie konvergieren gegen einen Fixpunkt. Die überträgt sich auf alle äquivalenten Normen. So wäre die ganz korrekte Aussage. Das heißt, im E hoch N, C hoch N überträgt sie sich einfach auf alle Normen. Da ist Konvergenz ist gleich Konvergenz. Typischerweise sind Sie im E hoch N oder C hoch N, schreiben Sie einfach Limes und sagen gar nicht dazu, bezüglich in welchem Sinne irgendetwas konvergiert. Sobald Sie im unendlich-dimensionalen Sinn mit Funktionenfolgen zum Beispiel arbeiten, muss man sich angewöhnen, immer dazu zu sagen, in welchem Sinne die Konvergenz ist, also bezüglich welcher Norm. Aber also die Konvergenzaussage gilt erstmal vom Beweis her nur in der Norm, bezüglich derer wir die Kontraktionseigenschaft gezeigt haben. Da Konvergenz sich aber auf jede äquivalente Norm überträgt, gilt sie damit auch für jede andere äquivalente Norm. Also das wäre die zweite Ebene. Konvergenz gilt für jede äquivalente Norm. Und die dritte Ebene, die wir haben, dass es einen Fixpunkt gibt, ist eine Aussage, die braucht überhaupt gar keine Norm. Das ist eine rein algebraische Aussage. Sie setzen etwas aus einer Menge in eine Funktion ein und kriegen das gleiche Ding wieder raus aus der Funktion. Welcher Norm Sie der Menge gegeben haben, ist für diese Aussage komplett egal. Das heißt, das ist eine Aussage, die gilt nicht nur bezüglich jeder Norm, die ist einfach komplett unabhängig von Normenmetrik. Topologie. Also insbesondere, es gibt einen schönen Spruch, der sagt, Mathematik ist die Kunst, Probleme zu lösen, indem man sie komplizierter macht. An dem ist was Wahres dran, da ich hier gerade die Skizze habe. Das Beispiel kennen Sie bestimmt. Wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Schachbrettmuster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich habe hier ein Schachbrett. Und ich habe in diesem Schachbrett zwei gegenüberliegende Ecken rausgeschnitten. Und dann fragt man sich, kann ich bei diesem Schachbrett, kann ich das überdecken mit Steinen von dieser Form, die jeweils über zwei Felder drüber gehen. Wenn Sie das ansetzen, dann können wir das natürlich jetzt ausprobieren, dann werden Sie feststellen, dass das nicht klappt. Am Ende passt das irgendwie nicht zusammen. Aber die Frage ist, warum das nicht klappt. Und Mathematik ist die Kunst, Probleme damit zu lösen, indem man sie komplizierter macht. Sie können das Problem nämlich, also tatsächlich, es wird Ihnen nicht gelingen. Man kann auch beweisen, dass es nicht geht. Sie können ein Schachbrett mit gegenüberliegenden Ecken rausgeschnitten, nicht mit so einem Zweier-Dominostein überdecken. Und der Grund ist der, wenn Sie das wirklich als Schachbrett kolorieren. Das heißt, wir bringen erstmal was rein, was überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat, nämlich die Farben des Schachbrettes. Und dann überlegen Sie sich schnell, dass dieser Stein, den Sie haben, der wird immer ein schwarzes Feld und ein weißes Feld gleichzeitig überdecken, während die beiden Ecken, die Sie rausgeschnitten haben, die gleiche Farbe haben. Das heißt, auf die Art und Weise ist die Anzahl der schwarzen und weißen Felder in dem Schachbrett mit den rausgeschnittenen Ecken, die ist einfach nicht gleich groß. Mit den Steinen können Sie aber nur Dinge überdecken, das heißt diese Invariante. Das heißt, wir haben das Problem, was eigentlich überhaupt nichts mit Farben zu tun hatte, haben wir dadurch gelöst, dass wir dem Problem eine zusätzliche Struktur
gegeben haben. Und so ähnlich können Sie den Banachschen Fixpunktsatz interpretieren. Die Frage, ob Sie einen Fixpunkt haben einer Funktion, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Sie Abstände messen auf dem Raum, wo Sie sind. Aber wenn Sie es schaffen, diesem Raum eine Struktur zu geben, nämlich nur eine Norm zu geben, bezüglich derer Sie eine Kontraktion sind, dann kriegen Sie damit eine Aussage raus über Ihr Problem, was eigentlich nichts mit der Norm zu tun hat. Und unsere reinen Mathematiker, die sind da ganz große Spezialisten drin, sich unglaublich komplizierte Strukturen auszudenken, um entsprechend bei irgendwelchen anderen Problemen weiterzukommen, die erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit diesen komplizierten Strukturen zu tun haben. Und also da ist das, der Banachsche Fixpunktsatz ist da ein einfaches, wenn Sie so wollen, ein einfaches Beispiel dafür. Und tatsächlich haben Sie auch ein Beispiel in den Übungen, wo diese Norm ja wirklich sehr konstruiert war, wo Sie gesehen hatten, dass sie zu einer Matrix, die entsprechend Eigenwerte echt kleiner hat als 1, dass Sie zu der auch eine Norm konstruieren können, die echt kleiner ist als 1. Aber die Norm selber, die ist für die Anwendung völlig sinnlos. Die ist wirklich einfach nur speziell dafür konstruiert, um dann mit dem Banachschen Fixpunktsatz entsprechend zusammenzuarbeiten. Konvergenzfaktor und Konvergenz, wie hatten wir sie genannt? Konvergenzrate, Konvergenzordnung. Sehen Sie es eher komplementär, nicht zusammen. Also Konvergenzrate, der asymptotische Konvergenzfaktor spielt nur dann eine Rolle, wenn Sie lineare Konvergenzgeschwindigkeit haben und nicht, wenn Sie quadratische Konvergenzgeschwindigkeit haben. Also der Banachsche Fixpunktsatz gibt Ihnen erstmal nur lineare Konvergenzgeschwindigkeit, also Konvergenzordnung 1. Und lineare Konvergenzgeschwindigkeit bedeutet, Sie müssten dieselbe Anzahl an Schritten immer wieder machen, um dieselbe Anzahl an Kommastellen zu gewinnen. Das kann immer noch sehr schnell sein, wenige Schritte für viele Kommastellen. Das kann aber auch sehr langsam sein, viele Schritte für wenige Kommastellen. Deswegen ist bei Konvergenzordnung 1 noch wichtig zu wissen, wie viele Schritte brauche ich denn pro richtiger Kommastelle. Und das sagt Ihnen der asymptotische Konvergenzfaktor, der Ihnen zum Beispiel asymptotischer Konvergenzfaktor 1/10 sagt Ihnen ein Schritt pro richtiger Kommastelle, 1/100 wird Ihnen sagen, zwei richtige Kommastellen pro Schritt. Vierte Wurzel aus 1/10 wird Ihnen bedeuten, Sie müssten 4 Schritte machen, um eine richtige Kommastelle zu machen. Das heißt aber, der asymptotische Konvergenzfaktor ist dann wichtig, wenn Sie Konvergenzordnung 1 haben. Haben Sie Konvergenzordnung mehr als 1, dann vervielfacht sich die Anzahl der Kommastellen in jedem Schritt. Das heißt, Ihr asymptotischer Konvergenzfaktor, der ist, wenn Sie messen wollten, der wäre sowieso immer 0. Also wann immer Sie eine Konvergenzordnung haben, die größer ist als 1, ist Ihr asymptotischer Konvergenzfaktor einfach automatisch 0, weil sich die Geschwindigkeit einfach immer weiter beschleunigt, mit der Sie die Kommastellen dazu bekommen. Und dann misst man typischerweise nicht den asymptotischen Konvergenzfaktor, weil der gibt Ihnen keine Aussage mehr. Der ist bei kubischer Konvergenz genauso 0 wie bei quadratischer Konvergenz, wie bei irgendeiner anderen superlinearen Konvergenz, sondern dann misst man diesen Faktor, um wie viel sich das Ganze beschleunigt, ob sich die Anzahl der richtigen Kommastellen eben verdoppelt in jedem Schritt oder verdreifacht in jedem Schritt. Genau, es sind quasi, also das eine ist, lebt in der Welt, misst Ihnen die Geschwindigkeit von Rennwagen, das andere die Geschwindigkeit von Fahrrädern. Weil also der asymptotische Konvergenzfaktor misst Ihnen die Geschwindigkeit von langsam, nur linear konvergent schnellen Verfahren, während die Konvergenzordnung Ihnen die Geschwindigkeit misst von superlinear schnellen Verfahren. Wir haben in der Vorlesung, also erstmal, wir haben wie man die Konvergenzordnung bestimmt. Wir haben eine Definition, wie man Konvergenzordnung
bestimmt. Also Sie könnten entsprechend mit dieser Definition, wenn Sie nachrechnen können, dass diese Abschätzung erfüllt ist, dass also nächste iterierte so viel näher an der wahren Lösung ist, wie die letzte iterierte hoch p bis auf eine Konstante und es auch dagegen konvergiert, dann hätten Sie entsprechend das nachgerechnet. Also im konkreten Beispiel kann man das vielleicht nachrechnen. Ansonsten hatten wir in der Vorlesung tatsächlich nur diese eindimensionale Variante, wenn Sie eine Funktion von r nach r haben und entsprechend die Ableitungen 0 sind, bis zu einer bestimmten Ableitung, dass Sie daraus die Konvergenzordnung ablesen können. Genau, wenn Sie sich mit der Definition nachrechnen möchten, das würden wir also zum Beispiel machen mit der Optimierung der inverse Probleme im nächsten Semester, machen wir das mehrdimensionale Newton-Verfahren, da werde ich Ihnen beweisen, dass das quadratisch schnell konvergiert und das machen wir nicht mit dem Banachschen Fixpunktsatz, sondern rechnen es tatsächlich direkt nach mit der Newton-Iteration. Genau, und was Sie gerade schon angesprochen hat mit der a priori, a posteriori Abschätzung vom Banachschen Fixpunktsatz, aus der a priori Abschätzung vom Banachschen Fixpunktsatz folgt schon Ihre lineare Konvergenzgeschwindigkeit mit der entsprechenden Konvergenzrate Q. Ja. Wenn wir in der Klausur eine obere Schranke für den Abstand zwischen xk und unserem Fixpunkt bestimmen sollen, dann wäre theoretisch eine obere Schranke auch einfach der Abstand, mit dem wir gestartet sind. Könnte man den einfach angeben und die Zahl erwarten? Weil ja, also die Frage wäre. Das klingt so, als haben Sie irgendeine konkrete Aufgabe vor sich. Also die Frage ist, wenn Sie einen Abstand bestimmen sollen zwischen Ihrem iterierten und dem Fixpunkt, ob man da auch einfach die erste iterierte mit einsetzen kann. Also ja, wenn Sie die Voraussetzung vom Banachschen Fixpunktsatz kennen und wissen, Sie haben eine Kontraktion, dann gilt diese Monotonieabschätzung, dass Sie mit jeder iterierten näher dran liegen am Fixpunkt und dann ist der Abstand x0 minus x-Dach ist eine obere Schranke dafür, wie nah xk an x-Dach dran liegen soll. Ich kann mir jetzt keine vernünftige Aufgabe dazu vorstellen, in welcher Form man das Ganze bräuchte. Also ich könnte mir eher eine Aufgabe vorstellen, wo man irgendwie sagt, rechnen Sie so lange, weiß ich nicht, rechnen Sie so viele Schritte mit dem Banachschen Fixpunktsatz, bis Sie garantieren können, dass Sie so und so nah dran liegen. Dann könnten Sie entsprechend, und wenn Sie da feststellen, Sie sind mit der ersten Iterierten schon so nah dran, müssten Sie gar keine Schritte durchführen. Ja, also das wäre. Also wenn wir Sie nach einer oberen Schranke fragen und Sie haben eine obere Schranke, dann wäre das die richtige Lösung. Aber wir würden, wenn wir wollen, dass Sie mit dem Banachschen Fixpunktsatz was rechnen, dann werden wir die Aufgabe wahrscheinlich nicht so stellen, dass Ihr x0 das schon erfüllt. Und wenn doch, dann haben Sie Glück gehabt, dann haben Sie es eben verstanden. Also ich meine, auch so Aufgaben können wir stellen, die Sie einfach mit einer Zeile schnell erschlagen können, wenn Sie es entsprechend verstanden haben. Wir probieren da ja so einen Mix zu machen aus Dingen, wo Sie ja, die eher ein bisschen rechenlastig sind, von Dingen, wo Sie einfach, wenn Sie es verstanden haben, es sehr, sehr schnell hinschreiben können und Dinge, die beweislastig sind, wo, wenn man die richtige Idee hat, man das entsprechend schnell machen kann. Noch eine Frage, ja? Wenn die Formulierung dann leichter als eine triviale Formulierung wäre, dann könnte man das mit der Also die Frage ist, was, wenn wir schreiben würden, keine triviale obere Schranke. Ich sag's mal so, sowas würde ich in der Klausur nicht schreiben, weil es missverständlich wäre. Das heißt, das wäre was wir typischerweise im Vorfeld, wo wir Ihnen dann sagen würden, in welchem Sinne das wäre. Also wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, Sie haben die 10. Iterierten ausgerechnet mit dem Banachschen Fixpunktsatz und wir sagen, Ihnen geben Sie geben Sie die bestmögliche Schranke an, dann sollten Sie die a posteriori Schranke angeben und nicht die a priori Schranke, wobei wir in der Klausur noch eher sagen würden, wirklich, also geben Sie die a priori, geben Sie mit dem a priori Kriterium eine Schranke an für die Lösung oder mit dem a posteriori Kriterium. Ja. 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 Wenn man das in der Klausur dann abschließen sollte, dann müsste man jetzt schon die Funktion integrieren und das eben aber immer für die Integration wichtig. Also wenn wir dann Funktionsmittel haben, müssen wir dann immer zwischen den Knoten, weil es könnte ja dann positiv sein und negativ, aber wenn wir jetzt dann den Betrag nehmen, also immer für die einzelnen Intervalle berechnen, richtig? Oder gibt es da irgendeinen Trick, weil das ja doch
Die Frage bezog sich auf die Fehlerabschätzung in Satz 1,11, wo das Knotenpolynom als Betrag des Knotenpolynoms zum Quadrat, nein, einfach nur der Betrag des Knotenpolynoms im Integral drin steht und wie Sie das entsprechend in der Klausur abschätzen müssten. Also typischerweise würden wir Sie, also wir könnten Ihnen zum Beispiel eine Schranke vorgeben in der Klausur und Sie die beweisen lassen. Die schärfestmögliche Schranke würden Sie dadurch rauskriegen, wie Sie es gerade schon selber gesagt haben, indem Sie wirklich das Knotenpolynom exakt einsetzen und wirklich das Integral ausrechnen. Den Betrag des Knotenpolynoms kennen Sie, weil Sie für alle diese x-Knoten, wenn Sie die Knoten kennen, kennen Sie die x-Knoten, sind einfach irgendwelche Polynome. Sie kennen die Nullstellen, Sie kennen das Monotonieverhalten entsprechend dazwischen. Das heißt, Sie wissen, zwischen den Knoten kennen Sie immer das Vorzeichen des Knotenpolynoms. Das heißt, den Betrag könnten Sie exakt auf die Art und Weise eliminieren. Und dann haben Sie jeweils das Integral von Knoten zu Knoten, was Sie ausrechnen würden. Auf die Art und Weise würde die schärfestmögliche Schranke rauskommen. Eine weniger scharfe Schranke würde rauskommen, wenn Sie Knoten minus Intervallgrenze sich nur angucken. Also einfach Betrag von, also dann haben Sie immer, entweder bin ich zu der einen Intervallgrenze näher dran oder zur anderen Intervallgrenze näher dran. Das wird Ihnen eine schnellere Abschätzung geben für den Wert. Eine noch schlechtere Abschätzung würde raus, aber da müssten wir immerhin noch die Knoten für genau kennen, eine noch schlechtere Abschätzung würde rauskommen, wenn Sie einfach für jedes x minus xi b minus a einsetzen. Und dementsprechend gäbe es, sag mal grob, diese drei Möglichkeiten, um eine Schranke auszurechnen. Und in der Klausur würden wir typischerweise probieren, Ihnen die Aufgabe so zu stellen, dass Ihnen klar ist, welche Variante Sie wählen sollten. Also zum Beispiel, indem wir Sie, weiß ich nicht, wenn wir Sie beweisen lassen, irgendwas mit b minus a hoch irgendeine Potenz, dann ist da wahrscheinlich das b minus a tatsächlich mit drin. Wenn Sie jetzt eine konkrete Quadraturformel fragen würden und da wirklich irgendeine Zahl drin vorkommt, dann müssten Sie wahrscheinlich wirklich das die Integrale exakt ausrechnen. Aber da würden wir gucken, dass wir Sie, und wir probieren, Sie haben eine 90-minütige Klausur, wir probieren bei dem Stellen der Klausur zu vermeiden, dass Sie in irgendeine Richtung loslaufen und zwei Seiten rechnen, ohne dass die am Ende irgendeine Bewertungsrelevanz für uns haben. Denn wir möchten ja bewerten, ob Sie, was Sie können. Und wenn Sie damit quasi gezeigt haben, Sie können wunderbar Integrale ausrechnen, Sie haben dummerweise am Anfang die falsche Abschätzung gemacht, dann ist das nicht gut für uns eigentlich. Also das sind Dinge, die wir entsprechend berücksichtigen müssten oder eben in der Bewertung berücksichtigen müssen, wenn Sie vorne mit einer anderen Abschätzung gestartet wären, aber dann genau mit der gleichen Rechnung, dass Sie entsprechend auch einen Teil der Punkte bekommen. Aber ja, erstmal um die Frage zu beantworten, diese drei Möglichkeiten gäbe es und Sie kriegen verschieden scharfe Abschätzungen dabei raus. Ja. Ja. Dann macht es keinen Sinn, das anzuschauen. Wir schauen uns die Konvergenz an. Ja. Okay. Ich bin soweit. Wenn Kappa aber zwischen 0 und 1 ist, ja, haben wir gesagt, im Allgemeinen ist es auch meistens gut, gerade bei den Sachen, die wir fahren. Ja. Warum ist das so? Weil, also, wenn ich jetzt das ich hätte ja dieses kleine Epsilon K hoch 1 und K, dieser Differenz enorm. Und da wird ja jedes Mal eigentlich ein Q rausgezogen. Machen wir es ganz exakt. Der Banachsche Fixpunktsatz gibt Ihnen für die A-Priori-Schranke das, ich habe hier eine komische Farbe, das xk minus xdach kleiner gleich ist q hoch k durch 1 minus q x oben 1 minus x oben 0 in der Norm, in der Sie die Kontraktion bewiesen haben. Das heißt, das ist unser Epsilon k, der Fehler im Kartenschritt, asymptotischer Konvergenzfaktor, sagt uns, wir gucken uns die Kartewurzel aus Epsilon K an. Wenn wir das entsprechend machen, haben wir die Kartewurzel aus Q hoch K, gibt Q, und dann steht da noch die Kartewurzel aus irgendwelchen festen Zahlen, nämlich die ersten beiden iterierten, und geteilt durch 1 minus Q. Ganz genauer gesagt haben wir hier kleine gleichstehende, unser Fehler könnte ja noch kleiner sein, ist eine Abschätzung nach oben. Ja, und wenn wir jetzt k gegen unendlich gehen lassen, Kartewurzel von irgendeiner festen Zahl konvergiert immer gegen 1, das heißt, diese Geschichte hier konvergiert gegen q. Das heißt, was wir damit immer rauskriegen, ist, dass wir den Banachschen Fixpunktsatz, der Limes Superior für die Kartewurzel epsilon k, dass der immer kleiner gleich q ist für k gegen unendlich. Das heißt, wenn Sie mit dem Banachschen Fixpunktsatz Konvergenz gezeigt haben, haben Sie mit der Kontraktionskonstante auch immer die entsprechende Konvergenzrate
Es könnte sein, dass sie noch schneller konvergieren. Es könnte ja sein, dass sie bei der Kontraktionskonstante, dass sie noch eine kleinere Kontraktionskonstante haben, als die, die sie gezeigt haben. Also es könnte ja sein, dass sie die Kontraktionskonstante 1,5 gezeigt haben, aber dass Kontraktionskonstante 1/4 man auch hätte zeigen können, wenn man nur besser abgeschätzt hätte. Das heißt, hier gilt wieder so ähnlich wie mit dem Exaktheitsgrad. Wenn wir gezeigt haben, es hat Konvergenzrate Q, ist damit heißt das immer, werden Konvergenzrate höchstens Q, wenn Sie so wollen, oder mindestens Q, also mindestens, Sie haben eine Mindestgeschwindigkeit mit der Konvergenzrate Q. Es könnte sein, dass wir noch eine bessere Konvergenzrate haben. Es könnte sogar sein, dass Sie auf der ganz anderen Skala eine bessere Konvergenz haben, dass Sie nämlich eine höhere Konvergenzordnung sogar haben. Haben wir gesehen, Newton-Verfahren ist auch eine Fixpunkt-Iteration, aber Newton-Verfahren konvergiert sogar quadratisch schnell. Aber was Sie durch den Banachschen Fixpunktsatz immer sichergestellt haben, ist, dass Sie mit dem Q aus dem Banachschen Fixpunktsatz mit dieser Konvergenzrate mindestens so schnell, Sie konvergieren mindestens linear schnell mit der Konvergenzrate Kontraktionskonstante. Nun, sublinear heißt, wenn das Epsilon K ist ja eine Nullfolge. Das heißt, Sie haben da die, das heißt insbesondere ist das Epsilon K beschränkt. Und das heißt, die karte Wurzel kann niemals auf gegen was konvergieren, was größer ist als 1. Also wenn Sie eine beschränkte Folge haben, nehmen die karte Wurzel davon, dann haben Sie schlimmstenfalls karte Wurzel aus Ihrer Konstante, die Ihnen das beschränkt. Das heißt, karte Wurzel von einer beschränkten Folge konvergiert immer gegen irgendwas zwischen 0 und 1. Und sublineare Konvergenz heißt, es konvergiert noch, aber Sie haben eben nicht diese Abschätzung, dass es um einen konstanten Faktor entsprechend kleiner wird. Also es könnte ja sein, dass Sie einen Schritt brauchen für die erste Kommastelle, 2 Schritte für die zweite Kommastelle, 4 Schritte für die nächste Kommastelle und so weiter. Dann wird sich Ihre Rate immer mehr verlangsamen. Sie würden immer noch gegen das Richtige konvergieren, aber Sie würden eben entsprechend langsam dagegen konvergieren. Zu einer sublinearen Konvergenz hatten wir kein Beispiel in der Vorlesung. Ich überlege, ob wir uns da irgendwas schnell aus den Fingern saugen können. Nehmen Sie sowas wie die Folge 1 durch k. Dann haben Sie karte Wurzel k, was Sie typischerweise in der Analysis mal nachgerechnet haben. Dann haben Sie also 1 durch, also entsprechend epsilon k ist gleich 1 durch k. Und dann haben Sie die karte Wurzel aus k, da konvergieren Sie entsprechend gegen 1. Also es ist tatsächlich sublineare Konvergenz. Lineare Konvergenz ist an sich schon nicht langsam, das wollte man so dazu sagen. Also lineare Konvergenz heißt, Sie haben einen Fehler, der geht mit einer Geschwindigkeit, wo k schon in der Potenz drinsteht, schnell. Das heißt, wann immer Sie sowas haben, 1 durch ein Polynom in k, dann haben Sie typischerweise sublineare Konvergenz. Überlegt, man könnte, wir haben es nicht gemacht in der Vorlesung, aber wir hatten vorher zum Beispiel diese Quadraturverfahren, da haben wir sowas angestrebt, dass wir 1 durch h hoch irgendeine Potenz hatten, hoch irgendeine feste Potenz. Wenn Sie das h jetzt dadurch gewinnen, dass Sie sagen, Sie unterteilen sich Ihr Intervall in k Punkte oder in k Teilintervalle, dann wäre Ihr h also sowas wie 1 durch k. Das heißt, dann hätten Sie nur einen Fehler, der fällt so schnell wie 1 durch k hoch irgendeine feste Potenz. Und das wäre tatsächlich eine sublineare Konvergenz. Ist noch eine Frage? Ja. Genau, die Frage war, wie man am besten den Exaktheitsgrad von der Quadraturformel berechnet. Also das... Erstmal, wir haben relativ klare Aussagen aus der Vorlesung. Wir haben den bestmöglichen Exaktheitsgrad, kriegen Sie raus. Also die Frage war, wie man den Exaktheitsgrad einer gegebenen Quadraturformel berechnet. Der einfachste Weg ist, wenn Sie die konkrete Quadraturformel vorgegeben haben, und Sie sollen zeigen Sie, diese Quadraturformel hat Exaktheitsgrad 37, dann setzen Sie eine Basis ein des Polynomsraums bis zum 37. Grad. Das heißt, Sie nehmen sich zum Beispiel x hoch 0, x hoch 1 und so weiter bis x hoch 37 und setzen ein in Q von f. Das soll ja ungefähr Integral von f sein. Und wenn Sie jetzt Exaktheitsgrad 3 nachrechnen müssten, würden Sie entsprechend sagen, Q von, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, x hoch 0 gleich Integral x hoch 0, Q von x hoch 1
gleich Integral x hoch 1, das Q von x hoch 3, gleich Integral x hoch 3, dann haben Sie entsprechend vier Gleichungen, die Sie überprüfen müssen. Statt der Monomenbasis können Sie auch irgendwie x minus Intervallgrenze oder sowas nehmen, damit die Integrale leichter werden, oder x minus die Knoten, damit entsprechend die Quadraturformel leichter wird. Aber wenn es, also gerade wenn es was kleines akademisches Beispiel ist, das ist typischerweise eine Monomenbasis. Eine gute Idee. Und dahinter steckt, wie gesagt, immer diese größere Idee, dass eigentlich brauchen Sie für den Exaktheitsgrad 3 ja das Q von f gleich Integral von f ist. Gleich Integral von f ist für alle f-Polynome bis zum Grad 3. Und da das beides lineare Funktionen sind auf dem Raum der Polynome, genügt es, dass zwei lineare Funktionen miteinander übereinstimmen, wenn sie auf einer Basis des Raumes übereinstimmen. Deswegen reicht es, auf der Monomenbasis nachzuprüfen. Dann haben Sie entsprechend auch aus allen Linearkombinationen und damit allen Polynomen die entsprechende Exaktheit. Wir haben noch eine Folgefrage, nehme ich an. Genau, wenn Sie zeigen müssten, Exaktheitsgrad 3, dann müssten Sie noch zeigen, dass ein Polynom vom Grad 4 nicht exakt integriert wird. Exaktheitsgrad genau Exaktheitsgrad 3. Dann hätten wir entsprechend, dass x hoch 4 nicht exakt integriert wird. Und auch da hilft uns diese Basiseigenschaft. Es ist nämlich nicht so, wir kurz müssten erstmal für Exaktheitsgrad genau 3 müssten wir nur irgendein Polynom vom Grad 4 finden, was nicht exakt integriert wird. Die Suche ist aber leicht, weil jedes Polynom, was x hoch 4 mit drin hat, wird nicht exakt integriert werden, weil jedes dieser Polynome würde uns die Basis entsprechend ergänzen zu dem Raum P4. Das heißt, wenn irgendeins dieser Polynome exakt integriert werden würden, dann würden automatisch alle Polynome exakt integriert werden. Das heißt, bei der Suche nach einem Gegenbeispiel können Sie einfach irgendwas nehmen, wo x hoch 4 mit drin ist, und es wird bei allen entsprechend klappen. Sie haben noch eine Frage? Die Frage war, wie weit Sie, also gerade bezogen auf die Klausur, inwieweit Sie das dann nochmal begründen müssen und sagen müssen, ich habe jetzt Exaktheitsgrad 3, weil ich es auf einer Basis nachgerechnet habe. Also grundsätzlich müssen Sie alles begründen, was Sie in der Klausur hinschreiben, es sei denn, wir schreiben in die Aufgabe rein, es wird nur die Angabe des Endergebnisses verlangt und die Begründung ist nicht erforderlich. Bei so einer Begründung wie hier mit der Basis und dem Polynomraum, das wäre etwas, was wir Ihnen nicht anstreichen würden, weil das Argument einfach so häufig in den Übungen und in der Vorlesung mit vorkam. Sobald es aber ein bisschen aufwendiger wird, schreiben Sie es lieber einmal zu viel mit dazu, da Basis auch entsprechend exakt integriert. Also an der Stelle hätte ich es Ihnen jetzt einfach durchgewunken und abgehakt, weil ich davon ausgehen würde, dass es Ihnen bewusst ist. Aber wenn Sie an irgendeiner komplizierteren Stelle das Argument brauchen, es reicht auf einer Basis, dann müssen Sie es auch dazu schreiben. Ja, also grundsätzlich müssen Sie alles begründen. Was Sie machen. Ja, ich glaube, Sie waren es zuerst, oder? Ja, also wenn man die Korrelationseigenschaft vom Banachschen Fichtensatz nachrechnen muss, ja, dann kann das manchmal ziemlich ätzend sein. Darf man stattdessen auch Was war das? Ja. Also die Frage war, ob man, wenn man Kontraktionseigenschaften im Banachschen Fixpunktsatz nachrechnen muss, ob man dann die ätzenden Rechnungen machen muss oder ob es reicht, den Satz zu verwenden, der mir sagt, wenn ich an einem Fixpunkt Ableitung kleiner habe als 1. Es kommt auf die Aufgabe, also in der Klausur kommt es auf die Aufgabenstellung an, es kommt darauf an, und in der Anwendung kommt es darauf an, was Sie zeigen möchten. Sie wissen, wenn Sie die Ableitung haben, also wenn Sie schon einen Fixpunkt haben, das brauchen Sie erstmal dafür. Sie wissen, wenn Sie schon einen Fixpunkt, also wenn Sie schon garantieren können, dass es einen Fixpunkt gibt und dass am Fixpunkt die Ableitung kleiner ist als 1, dann wissen Sie, Sie haben eine Umgebung, wo Sie die Kontraktion haben. Damit wissen Sie noch nicht, wie die Umgebung genau aussieht. Aber Sie wissen, es gibt diese Umgebung. Das ist zum Beispiel beim Newton-Verfahren, da hat man typischerweise nicht mehr, es gibt eine Umgebung der Nullstelle, wo die zugehörige Fixpunktgestalt entsprechende Kontraktion ist. Also in der Umgebung der Nullstelle konvergieren Sie beim Newton-Verfahren, aber Sie wissen typischerweise nicht, wie groß die Umgebung ist. Wenn Ihnen das reicht, dann reicht Ihnen das entsprechend auch aus, diesen Satz zu verwenden. Wenn Sie aber diese Umgebung wirklich konkret charakterisieren möchten, wenn Sie wirklich sicher sein wollen, in dem und dem Intervall kann ich starten und konvergiere dann entsprechend gegen den Fixpunkt, dann brauchen Sie gegebenenfalls mehr. Dann müssen Sie die Kontraktionseigenschaft vielleicht wirklich durch abschätzen
nachweisen. Also das müssten wir Ihnen entsprechend vorgeben, was von Ihnen verlangt ist. Und insbesondere auch beachten Sie auch da die Feinheit. Bei dem einen Satz setzen Sie schon voraus, dass es einen Fixpunkt gibt. Bei dem anderen kriegen Sie als Aussage raus, dass es einen Fixpunkt gibt. Insbesondere in der praktischen Anwendung Newton-Verfahren für nichtlineare Probleme setzt man voraus, dass man schon weiß, dass es eine Nullstelle gibt. Wenn es keine Nullstelle, wenn die Nullstelle nicht da ist, dann können Sie die entsprechend auch mit Newton-Verfahren nicht finden. Ich glaube, Sie waren noch zuerst und dann. Okay, dann waren Sie, glaube ich, der Nächste. Ja. Genau, wenn Sie eine Abschätzung haben für die Ableitung auf dem kompletten Intervall, dann haben Sie entsprechend auch eine Abschätzung für die Kontraktionskonstante. Was Sie brauchen, ist Konvexität von der Menge, die Sie haben. Denn dahinter steckt der Mittelwert. Dass Sie entsprechend die Abstände von zwei Funktionswerten durch das Integral über die Ableitung auf der Verbindungsgerade abschätzen können. Das heißt, solange Sie in der konvexen Menge, so ist es exakt, ich glaube, wir haben es auch wirklich als Lemma oder als Satz in der Vorlesung ja formuliert und bewiesen. Das heißt, wenn Sie in der konvexen Menge die Ableitung unter Kontrolle haben, dann haben Sie auch entsprechend auf der Verbindungsgerade überall die Ableitung unter Kontrolle. Dann haben Sie unter Kontrolle, wie sehr eine Funktion von einem Punkt zum anderen abweichen kann, nämlich gerade um Maximum der Ableitung mal den Abstand der beiden Punkte. Sie waren, glaube ich, zuerst. Ich war noch zum Beweis der Konvexität, wenn wir ein Intervall gegeben haben oder quasi ein Intervall in mehreren Dimensionen, also wenn wir ein Viereck würfeln, müssen wir da noch Konvexität nachweisen, dann können wir beides, ich kann einfach sagen, beides ein Quadrat ist, beides ein Würfelförmig ist die Konvexität da. Also die Frage war, ob Sie in der Klausur, wenn Sie da ein Intervall zum Beispiel haben oder ein Rechteck, ob Sie dann die Konvexität noch separat zeigen müssten. Also auch da müssten wir uns Gedanken machen, dass wir in der Klausur die Aufgabe eindeutig stellen. Wobei ich bei sowas sagen würde, also ein Intervall, die Konvexität von einem Intervall oder Intervall-Kreuzintervall ist, das können Sie mit klar voraussetzen. Wenn Ihnen das nicht bewusst ist, würde ich Ihnen aber empfehlen, rechnen Sie das einmal zu Hause nach. Das sind auch nur zwei Zeilen. Und wenn Ihnen die zwei Zeilen nicht sofort aus der Hand fließen, dann ist es eine nützliche Übung, das tatsächlich einmal bewiesen zu haben. Aber ja, in der Klausur dürfen Sie voraussetzen, dass das Rechtecke oder Intervall, Kreuzintervall, kartesische Produkte von Intervallen im R hoch n, dass das eine konvexe Menge ist. Und Sie dürfen voraussetzen, dass Kreise und Kugeln eine konvexe Menge sind. Sie hatten eine Frage? Okay. Ja, bitte. Mit was für Aufgaben Sie beim Programmierteil rechnen müssen? Ja. Also wir können Ihnen zum Beispiel einen Code geben und Sie was fragen zu dem Code. Wir können Sie auch Code schreiben lassen. So, wir können Ihnen zum Beispiel Code geben und sagen, schreiben Sie den Code um, sodass er irgendwas anderes macht. Oder wir könnten Ihnen einen Code geben, der einen Fehler hat und lassen Sie den Fehler entsprechend korrigieren. Und was dabei, also was mir dabei wichtig ist, Sie dürfen ja kein MATLAB verwenden auf dem Rechner, den Sie dabei haben. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie perfekten MATLAB-Syntax auswendig schreiben können. Also was wir dann abfragen wollen, wenn wir Sie selber was programmieren lassen, oder Sie selber Codezeilen ergänzen lassen, dann ist unser Maßstab der, dass wenn wir den Zeilen ansehen, dass Sie es mit einem Computer zusammen hinbekommen hätten. Also so der Pseudocode, wie wir es in der Vorlesung zum Beispiel machen, den würden wir auch da akzeptieren. Ob Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Vorschleife programmieren müssten in der Klausur, ob Sie dann schreiben vor i gleich 1 to 10 oder ob Sie schreiben vor i gleich 1 bis 10, das eine wäre, und ob Sie dran denken, da entsprechend irgendwann ein End-For hinzumachen oder das End-For nicht machen würden, wären Dinge, die wir in der Klausur durchgehen lassen. Also beides wäre richtig, denn in beiden Fällen ist klar, Sie machen da entsprechende Vorschleifen. In einer Programmiersprache wäre es eben ein To zu schreiben, in der anderen wäre es ein Doppelpunkt zu schreiben. Also das sind Dinge, die müssen Sie entsprechen, die würden wir Ihnen nicht anstreichen. Ja, Folgefrage. Also die Frage war, wenn wir Ihnen einen Code vorgeben, mit was für fortgeschrittenen Befehlen Sie rechnen müssten. Also klausurrelevant ist erstmal der Inhalt der Vorlesung und der Übung. Also wir würden Ihnen jetzt keinen MATLAB-Befehl geben, den Sie noch nicht kennen, weder aus der Vorlesung noch der Übung, und wenn wir für den nicht dazu sagen, was dieser MATLAB-Befehl macht. Also das wäre tatsächlich was. Und
Und auch da, also wenn wir jetzt irgendwas verwenden, was, weiß ich nicht, nicht Standard ist, wenn wir jetzt irgendwie irgendwelche Diag-Befehle mit auf irgendeiner Nebendiagonale entsprechend irgendwelche Matrizen kombinieren würden, dann würden wir eben typischerweise den Hilfetext zu dem Diag-Befehl mit auf die Klausur ausdrucken damit. Also ich würde jetzt nicht von Ihnen verlangen, dass Sie wissen, dass Diag A, minus 1, ob das die untere linke erste Nebendiagonale ist oder das die obere rechte erste Nebendiagonale ist. Das wären Dinge, wo wir Ihnen entsprechend den Hilfetext mit zu ausdrucken würden auf die Klausur, wenn wir sowas bräuchten. Genau, die Lehramtler kriegen auf dem Deckblatt, also alle kriegen auf dem Deckblatt die Frage, ob sie Lehramtler sind und entsprechend, ob sie die Programmieraufgabe mit gewertet haben möchten oder nicht. Und ich bitte Sie da auch ganz gerade die Lehramtler, bitte, bitte kreuzen Sie das als allererstes an oder aber wenn Sie es offen lassen möchten, dann kreuzen Sie es auf jeden Fall an, bevor Sie abgeben. Ich weise auch die Tutoren und Übungsleiter nochmal darauf hin, dass er bei der Abgabe möglichst kontrolliert. Denn ich möchte nicht da, also was wir vermeiden möchten, ist, dass Sie jetzt nicht angekreuzt haben und irgendwas gemacht haben zur Programmieraufgabe und dann stehen wir da und wissen nicht, also werten wir es Ihnen jetzt mit ein oder werten wir es Ihnen nicht mit ein. Also bitte schauen Sie, achten Sie auch mit drauf, dass Sie da eine ganz eindeutige Willenserklärung als Lehramtler angeben, ob Sie es mit Programmieraufgabe gewertet haben möchten oder ohne Programmieraufgabe gewertet haben möchten, entsprechend nur für das Lehramtsstudiengang oder auch für den anderen Studiengang. Das war meine Frage. Ja. Genau, Sie schreiben 90 Minuten, im Lehramtsstudiengang steht 103 Minuten drin oder nach Maßgabe der Ordnung, aus der es importiert wird. An der Stelle wird es aus dem Bachelorstudiengang Mathematik übernommen. Das heißt, es richtet sich nach den 90 Minuten. Auch für die Lehramtler gelten die 90 Minuten der Klausur. Ja. Ja, wir haben die Konvergenzordnung vom Newton-Verfahren bestimmt. Und zwar haben wir das bei der, also erstmal haben wir es explizit. Wir haben einen Satz, der sagt, das Newton-Verfahren konvergiert unter gewissen Bedingungen quadratisch. Und zwar ist das Satz 4.13. Satz 4.13 sagt, wenn Sie eine C3-Funktion haben und also f in C3, f von x dach gleich 0, Sie haben eine Nullstelle und an der Nullstelle selber wäre die Ableitung ungleich 0, dann haben wir gezeigt, Newton-Verfahren konvergiert lokal und quadratisch. Also Konvergenz haben Sie nur, beachten Sie lokal quadratisch, da bezieht sich das lokal nicht auf das Wort quadratisch, sondern es ist lokal und quadratisch. Lokale Konvergenz heißt, Sie konvergieren für alle Startwerte, die schon nah genug dran sind. Und wenn Sie konvergieren, konvergieren Sie auch mit quadratischer Geschwindigkeit gegen den Fixpunkt. Das haben wir im Satz 4.13 bewiesen, ja. Und es folgt, also es folgt auch aus der Herleitung, dass wir es umgeschrieben haben, eine Fixpunktaufgabe, wo dann entsprechend am Fixpunkt gleich 0 ist, die Ableitung. Das ist die anschauliche Herleitung des Newton-Verfahren im Eindimensionalen, warum man da diese schnelle Konvergenzgeschwindigkeit hat. Aber wir haben es auch ganz explizit bewiesen in dem Satz. Es kann auch mehr sein, auch da haben wir Beispiel 4.14b, hatten wir ein Beispiel, wo es sogar kubisch schnell konvergiert. Dann auch hier gilt, quadratisch bedeutet mindestens quadratisch. Ich würde an der Stelle vielleicht, dann haben wir auch noch ein paar Minuten ohne Kamera, sind ja sehr, sehr aktiv, aber vielleicht gibt es doch noch jemanden, der ohne Kamera Fragen stellen möchte, damit da zumindest die Möglichkeit ist, würde ich an der Stelle die Kamera ausmachen.